Also ich zeige jetzt, wie man den Umkreis eines Dreiecks macht. Also man halbiert die ganzen Seiten. Kann ich jetzt mal irgendwie Buchstaben an die Seiten dran Ja, mach schreiben? doch. Okay. Also zum Beispiel das A, B und C. Und jetzt die Strecke AB halbiere ich jetzt. Ich deute es mal an, wie man es mit einem Zirkel macht. Also man sticht bei A ein und nimmt eine Länge in den Zirkel, die länger als die Hälfte der Strecke sein soll. Man macht einen Kreisbogen oben und unten. Und das gleiche auch bei B. Und dann entsteht dann da so ein Schnittpunkt. Und das verbindet man dann. Und dann ist das die Seitenhalbierende. Das macht man dann auch bei den anderen Seiten. Ich habe jetzt noch die anderen Seitenhalbierenden eingetragen und jetzt ist dort ein Punkt entstanden. Und das soll jetzt der Mittelpunkt von dem Kreis werden. Ups. So. Und das ist jetzt von dem Dreieck der Schwerpunkt. Nee, Mittelpunkt. Ach, egal. Also jedenfalls das der Mittelpunkt von dem Kreis. Und was kann man jetzt machen? Na, jetzt kann man dort einstechen und man nimmt eine Seite, zum Beispiel A. Also man nimmt diese Zirkelspanne und dann, wenn man das dann so macht, dann also da einmal rumzieht, dann entsteht da so der Umkreis. Wunderbar. Also, nee, warte mal. Also ich habe das jetzt Seitenhalbierende genannt, aber das sind nur diese Punkte, die dort entstehen. Dieses da nennt man dann Mittelsenkrechte. wie bitte? Mittelsenkrechte, ne? Ja, Mittelsenkrechte. Weil sie stehen im rechten Winkel zu der Seite und teilen die, sind in der Mitte. So, statt dass ihr meine Stimme hörtet, habt ihr jetzt die Stimme einer Schülerin gehört und das hat sie auch fein gemacht, die Klasse war begeistert. Ich schließe dieses Video hier erstmal ab.